Das lösen wir über Machine Learning. Dann wird es jetzt doch ein Ticken technischer. Ein ganz klein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Herzlich willkommen zu unserem Azure Tech Night Interviewformat auf YouTube. Heute darf ich begrüßen René Tillmann von HiJob, mit dem ich mich über alles Mögliche rund um den Stellenmarkt, Themen vom Recruiting, Themen vom Matching unterhalten werde und möchte dich gleich hier zu Beginn bitten, einmal kurz 2, 3 Sätze zu deiner Person zu sagen. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist René Tillmann, ich bin Mitgründer von HiJob, der HiJob GmbH, bin 46 Jahre alt. Ja, und wir haben ein klares Ziel und eine klare Mission, über die wir ja gleich sprechen werden. Kannst du mal kurz sagen, was du früher gemacht hast oder machst du schon dein ganzes Leben lang HiJob? Nee, also HiJob mache ich tatsächlich erst seit 4 Jahren, seit Sommer 2015. Ursprünglich komme ich aus der Welt des Marketings, habe viel auf der Agenturseite gearbeitet, bin dann über verschiedene Iterationen gewechselt in den erklärungsbedürftigen Vertrieb von IT-Produkten, habe dort eine Metro europaweit betreut oder eine Avato und bin dann auch wieder über weitere Iterationen in dieses Feld gestoßen. In dieses Feld heißt, wie bist du auf die Idee gekommen, HiJobs mitzugründen? Also wir sind 3 Gründungspartner und einer unserer Gründungspartner ist schon seit 30 Jahren im Recruiting, lange Jahre auf Unternehmensseite und dann aber auch lange Jahre im Executive Search. Und seine These damals war, dass man das Recruiting über Technologie deutlich vereinfachen kann. Dann haben wir verschiedene Tests aufgesetzt, verschiedene Marketing-Tests, verschiedene Technologietests, verschiedene Kundentests aufgesetzt vor mittlerweile 4 Jahren und haben dann HiJob darauf basierend gegründet. Klingt spannend. Habt ihr eine Mission? Das klingt ja so ein bisschen danach, ne? Also 30 Jahre im Recruiting-Markt, jetzt endlich was verändern wollen. Juhu. Genau, wo ja so wenig Veränderung im Moment stattfindet im Recruiting. Nee, also wir haben eine ganz klare Mission. Wir haben HiJob gegründet, weil wir das Ziel verfolgen, jedem Menschen zu jedem Zeitpunkt seines Berufslebens aufzeigen zu können, wo ihre oder seine Fähigkeiten willkommen sind. Ich kann das gerne ein bisschen ausführen. Hintergrund ist der, dass aus unserer Sicht es ein Gefälle gibt zwischen dem Kandidaten oder dem Talent und dem Unternehmen. Ja, und dass der Markt, der Arbeitsmarkt, der Stellenmarkt hochgradig intransparent und fragmentiert ist. Und wir der Überzeugung sind, dass man über intelligente Analyse von vielen, vielen Daten beiden Parteien einfach mehr Transparenz reinbringen kann, um sich orientieren zu können. So. Okay, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, unseren Zuhörern und Zuschauern einmal kurz zu sagen, was HiJob denn da genau macht in diesem eher abstrakten Konstrukt, was du da gerade aufgestellt hast. Genau, ganz konkret ist es so, dass wir Technologie entwickelt haben, basierend auf Machine Learning, will da jetzt auch nicht zu technisch werden, die in der Lage ist, beide Seiten zu verstehen. Nämlich zum einen einen Lebenslauf gesamtheitlich zu analysieren, einerseits und auf der anderen Seite aber auch die Qualifikation in einer Stellenanzeige gesamtheitlich zu analysieren und so vorherzusagen, wer passt wie gut und warum auf welche Vakanz. So, das mal ganz, ganz konkret. Und dafür braucht es im Grunde nur einen Lebenslauf, der natürlich sauber gepflegt sein muss, überhaupt gar keine Frage, und die Stellen des jeweiligen Unternehmens. Okay, dann soll ich sag's mal ein bisschen provokanter oder die Frage etwas provokanter. Ihr seid also keine Jobbörse, für die ich euch gehalten habe. Ja, ganz genau. Wir haben uns in den letzten Jahren tatsächlich, oder wir sind als Jobbörse gestartet, so muss man sagen. Und der Angang war, dass wir gesagt haben, wir sind eine etwas intelligentere Jobbörse, weil wir der Stellenanzeige über künstliche Intelligenz machen wir aus dem passiven Medium Stellenanzeige, was ja gesucht und gefunden werden muss, ein aktives Medium, das selber weiß, wonach es suchen muss. So.
Also haben wir immer gesagt, wir sind die etwas intelligentere Stellenbörse. Das ist aber viel zu komplex zu erklären, ja, weil da draußen gibt es eine Fantastilliarde Stellenbörsen, die machen alle einen mehr oder weniger guten Job. Wir haben das Feld dann einfach mal umgedreht und positionieren uns jetzt als Karriereberater, als digitaler Karriereberater, der in der Lage ist, automatisiert Unternehmen die passenden Talente zuzuführen. Bedeutet, ich als Unternehmen schalte aber trotzdem noch eine Stelle? Oder genau, also der Prozess ist ganz einfach. Du bist Vertreter eines Unternehmens und du kannst uns 10, 50, 100, 300 Positionen über zum Beispiel eine XML-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Wir importieren die ganz normal und innerhalb von wenigen Stunden, 8, 12, 24 Stunden, übermitteln wir dir passende Profile, anonymisiert, die du sichten kannst und denen du dann Interviewanfragen schicken kannst. So, und das machen wir im Bereich Fach- und Führungskräfte und die, die es werden wollen, also sprich Studierende und Absolventen mit einem tendenziell akademischen Hintergrund. Und Stand heute ist es so, dass wir von 10 Profilen, die wir dir überliefern, 7 Interviewanfragen bekommen und das vollautomatisiert. Okay, das heißt, ich als Unternehmen zahle zukünftig oder heute schon für den Lead? Genau, du kannst die Stellenanzeigen bei uns schalten ohne Kosten. Wir veröffentlichen die auch ohne Kosten und du zahlst erst dann, wenn du als Recruiter gesagt hast, dieses Profil finde ich spannend, würde ich gerne kennenlernen und gleichzeitig auch das Talent gesagt hat, ich möchte mit dir reden. Erst dann fließt Geld für einen qualifizierten Lead. Okay, jetzt ich behaupte einfach mal, es gibt vielleicht 2, 3 weitere Lösungen am Markt, die das ähnlich machen könnten. Ja. Was unterscheidet euch da jetzt am Markt? Wo glaubst du, liegt euer USP? Also, Stand heute ist es so, dass einer der USPs ist, dass es eben einen hohen Automatisierungsgrad hat. Das Unternehmen muss manuell quasi nichts mehr tun. So, außer den XML-Feed, den es ja normalerweise eh schon hat, umleiten zu uns und natürlich Profile sichten, überhaupt gar keine Frage. Der Rest ist allerdings skalierbar und hochautomatisiert. So, das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das ja nur der Anfang ist. Also einen sauberen 1-zu-1-Match hinzubekommen, ist schon nicht trivial, aber es ist erstmal nur der Anfang, denn wenn du so viele Daten hast, wie wir sie mittlerweile auch haben, kannst du da natürlich auch ganz andere Mehrwerte schaffen. Und was kommen wird, ist, dass wir analysieren werden, wer hat eigentlich welches Potenzial, um sich wohin zu entwickeln. Das kann man sowohl auf der Kandidatenseite vorteilhaft sehen, allerdings auch auf Unternehmensseite, die zum Beispiel erkennen können, Mensch, ich habe eine Position zu besetzen, wo finde ich denn passende Talente dafür? Und wenn ich keine passenden Talente für diese konkrete Position finde, finde ich vielleicht welche, die sich in der Nähe befinden, was das Kompetenzset angeht und die ich vielleicht dahin entwickeln kann. Ja. Steigen wir vielleicht noch mal einen Schritt früher ein. Du hattest vorhin gesagt, euer Produkt war erklärungsbedürftig. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch erklärungsbedürftig. Okay. Wie reagiert der Markt auf eure Veränderungen? Also, das Produkt war in der Tat erklärungsbedürftig und im Grunde kann man es ja immer noch einfacher machen. Allerdings ist es so, dass wir mittlerweile nur noch 5 Minuten Telefonate mit neuen Kunden benötigen, bis die verstanden haben, worum es da geht. So, und da wir im Moment monatlich um ungefähr 30% wachsen, merken wir, dass es eben nicht mehr ganz so erklärungsbedürftig ist. Weil der Pitch ist eigentlich ganz einfach. Wir sagen, du gibst uns alle deine Stellen, wir schicken dir 24 Stunden später passende Profile und du zahlst nur dann, wenn es zu gegenseitigem Interesse kommt. Das versteht jeder. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Klingt sehr charmant, weil ich trage ja fast kein Risiko als Recruiter. Du trägst kein Risiko. Außer, dass du natürlich ein Stück Zeit investierst. Aber ansonsten trägst du kein Risiko. Nein. Das heißt, was habt ihr jetzt so Pi mal Daumen? Wie sieht eure Erfolgsquote aus? Könnt ihr da schon was drüber sagen? Ja, können wir drüber sagen. Also von 10 übermittelten Profilen, anonymisierten Profilen, bekommen 7
im Schnitt Interviewanfragen. Da muss man ein bisschen genauer reingucken. Im kaufmännischen Bereich sind es schon 8, Knirsch. Im IT- und Ingenieurbereich sind es um die 50%. Also im Grunde jedes zweite Profil, das wir vorschlagen, bekommt eine Anfrage. Das ist mal der eine Erfolgsfall. Der zweite Erfolgsfall ist, es ist alles so standardisiert und automatisiert, dass ich zum Beispiel als Recruiter, Recruiterin 100 Profile in einer halben Stunde sichten kann und nach einer halben Stunde direkt 6, 7, 8 Interviewzusagen auch habe. Also es ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Jetzt kommt mir noch eine Frage aus diesem Zusammenhang. Was macht ihr denn, wenn Unternehmen beschissene Stellenanzeigen haben? Also da kann ich ja plötzlich vielleicht nicht mehr matchen. Genau. Das passiert auch tatsächlich gar nicht so selten. Okay. Wir haben auch tatsächlich schon mal überlegt, ob wir da nicht ein Produkt draus machen, dass man im Grunde so einen roten Alarmknopf macht und den die Anzeige wieder zurückschickt mit der Bitte. Was soll es denn da werden? Nein, aber Spaß beiseite. Dann nehmen wir einen Hörer in die Hand und sprechen mit den Kunden tatsächlich. Weil es wirklich ganz oft so ist, dass es eine Aufgabenbeschreibung gibt, die Qualifikationen aber in eine ganz andere Richtung laufen und dass man das nicht übereinander bekommt. So, und dann sage ich das mal ganz deutlich, shit in, shit out, dann kann das Ergebnis eben auch nicht gut werden. Ja, ich freue mich, ironisch gemeint, immer über diese Stellenanzeigen, wo dann das nächste Einhorn gesucht wird mit Zauberkräften und weiß ja, also nicht, was wir jetzt schon gut hebeln können, also du kennst ja diesen Wahnsinn mit Jobtiteln da draußen. Ja. So. Aber gefühlt bei jedem dritten Jobtitel weißt du ja nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich überzeichne das jetzt, aber im Grunde ist es ja ein Stück weit so. Das ist ja schon mal ein Problem, das wir auflösen, weil die Jobtitel da draußen interessieren uns überhaupt nicht. Uns interessieren nur die Qualifikationen. Das macht es ja auch für Unternehmen und auch Kandidaten so spannend, die zum Beispiel auch bei uns auf der Plattform suchen. Die müssen gar nicht suchen. Die geben einfach ihr Profil ein. Wir analysieren deren Kompetenzset und zeigen denen alle Jobs an, die zu diesen Kompetenzen passen, unabhängig davon, wie sie benannt sind. So. Von daher kann man sich als Jobtitel noch die lustigsten Sachen überlegen, aber man sollte schon wissen, welche Qualifikationen jemand mitbringen muss. Okay, also die müssen nach wie zumindest vor, mal grob. Die müssen nach wie vor in der Stellenanzeige vorkommen, genau. Um sie zu identifizieren und ihr fangt dann das Matching an. Genau. Kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie ihr aus meinem Gefühl her oder auch was ich aus Erfahrung weiß, ist, leider nennen Kandidaten die Kompetenzen ja nicht so, wie Unternehmen sie nennen würden. Ja. Woher kommt die Matching-Kompetenz bei euch? Dann wird es jetzt doch ein Ticken technischer. Ein ganz klein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Das lösen wir über Machine Learning. Machine Learning ist im Grunde sowas wie statistische Mathematik, um es vereinfacht zu nennen. Und Machine Learning kategorisiert freien Text. Also die Kunst ist ja, freien Text zu verstehen, ihn einen Kontext zu setzen, eine Bedeutung zu geben. So, das heißt, alle möglichen Jobtitel, die wir da haben, oder alle möglichen Kompetenzen, die haben wir über die letzten Jahre in verschiedenste Kategorien trainiert. Ja? Und ab einem gewissen Maß ist Machine Learning in der Lage, Dinge, die es eben nicht kennt oder noch nicht gehört hat, so weit zu abstrahieren, dass es sagt, okay, das ist mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, gehört das in diese oder jene Kategorie und das löst dann folgende Verkettungen an Schlussfolgerungen aus. Schlussendlich ist das eine Trainingsfrage und eine Feedbackschleife, die wir über Kandidaten, aber auch über Unternehmen bekommen, sodass sich die Maschinen zunehmend selber trainieren. Und auch immer besser werden im Ergebnis. Cool. Vielen, vielen Dank. Das waren super Einblicke. Ich glaube, unsere Zuschauer verstehen auch ein bisschen besser jetzt, was HiJob macht. Wohin die Reise vielleicht geht, da freue ich mich schon im nächsten Jahr drauf. Sehr gerne. Vielen lieben Dank.